Wir haben Jannis Horn, unseren Sommerneuzugang, zu Gast zum Interview. Hallo Jannis, schön, dass du da bist. Du bist jetzt seit etwa 2 Monaten beim VfL. Erzähl uns mal ein bisschen, nimm uns mit in deine ersten Wochen hier in Bochum. Wie hat dich die Mannschaft aufgenommen? Wie waren so deine ersten Eindrücke? Also erstmal, die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Wirklich, die hat es mir sehr einfach gemacht, die Jungs. Und ja, die ersten Wochen habe ich im Hotel gelebt, habe jetzt mit meiner hochschwangeren Freundin endlich was gefunden und ja, wir fühlen uns echt extrem wohl. Privat ist alles super, klar, sportlich lief es am Anfang ganz gut, also die ersten Trainingstage waren gut, habe auch direkt gespielt und mich dann ja leider verletzt, wo ich ja, gute 4 Wochen draußen war und ja, jetzt bin ich wieder auf jeden Fall bei 100%. Neuer Trainer, haben sehr hart trainiert und ja, jetzt fühle ich mich sehr, sehr gut und bereit zu spielen auf jeden Fall. Perfekt, jetzt hast du schon ganz viele Fragen so ein bisschen alles vorweggenommen, ne? Schon ein bisschen angeteasert. Lass uns nochmal auf deine ersten paar Tage hier in Bochum blicken. Du hast es schon gesagt, 25.07. war die Verpflichtung, 5 Tage später dann direkt dein Startelfdebüt im DFB-Pokal. Da könnte man jetzt ja eigentlich sagen, für einen Neuzugang besser kann es nicht laufen. Direkt nach ein paar Tagen ist man voll dabei und dann kam nach dieser halben Stunde halt diese Verletzung. Was ging dir da durch den Kopf? Ja, also für mich war es auch geil, direkt zu spielen, auf jeden Fall. Ich habe mich extrem gefreut und ja, dann hat es im Spiel einfach nach 30 Minuten hinten reingezogen. Ich hatte noch nie einen Faserriss vorher, also ich hatte jetzt auch keine Vergleiche, aber ich habe gemerkt, okay, irgendwas ist anders, ich kann nicht mehr laufen, habe extreme Schmerzen und ja, dann war direkt klar, dass es ein heftiger Faserriss war und ja, habe dann ein paar Wochen gebraucht, um wieder fit zu werden, einfach, was ja ganz normal ist, aber jetzt merke ich nichts mehr und fühle mich super. Perfekt. Genau, du hast es auch schon gesagt, die ersten 4 Spiele in der Bundesliga hast du dann komplett zugucken müssen. Wie blickt man dann als Neuzugang da drauf, gerade wenn es jetzt sportlich ja auch leider nicht so gut gelaufen ist? Ist das nochmal was anderes? Ja, ich würde sagen, in jedem Spiel waren wir wirklich gleichwertig auf jeden Fall. Wir hätten auch, außer jetzt das Bayern-Spiel mal ausgenommen, hätten wir auch jedes Spiel gewinnen können. Wir hatten gute Chancen und haben dann einfach hinten zu viele individuelle Fehler gemacht. Ja, das darf uns einfach nicht mehr passieren in Zukunft. Klar, wir haben jetzt erst einen Punkt, wir müssen jetzt langsam anfangen zu punkten, das ist ganz klar. Aber ja, natürlich ist es immer blöd, von außen zuzugucken und nicht helfen zu können. Tut immer weh als Fußballer, aber ja, jetzt bin ich wieder fit und das ist das, was zählt. Genau, gegen Bremen warst du dann zum ersten Mal im Kader, genauso wie die letzten beiden Spiele. Zum Einsatz hat es jetzt leider noch nicht gereicht. Kam jetzt für dich vielleicht diese Länderspielpause genau zum richtigen Zeitpunkt, dass du wirklich nochmal diese letzten paar Prozent aufholen konntest und gerade jetzt auch mit neuem Trainer nochmal neu angreifen konntest? Ja, auf jeden Fall, klar. Also nach der Verletzung braucht man immer 1-2 Wochen mindestens. Die habe ich auch noch gebraucht, wo ich mich auch noch nicht ganz bei 100% gefühlt habe. Sage ich auch ganz ehrlich, aber ja, jetzt seit 2-3 Wochen fühle ich mich echt richtig gut, gar keine Schmerzen. Neuer Trainer ist da, ich habe wieder volle Kraft, fühle mich fit, einsatzbereit und ja, ich warte auf meine Chance und dann will ich sie auf jeden Fall nutzen und der Mannschaft weiterhelfen, dass wir da unten rauskommen. Thomas Letsch, du hast es gesagt, ist neuer Cheftrainer beim VfL. Der bringt neue Ideen mit, vielleicht sogar ein neues System, das wird man in den kommenden Tagen dann sehen. Wie sind so deine ersten Eindrücke vom Coach und so vom gesamten Miteinander auf dem Platz? Super, muss ich sagen. Echt gut. Also wir haben jetzt die letzten beiden Tage extrem hart trainiert. Also wirklich extrem hart, aber das ist das, genau das, was wir jetzt brauchen. Besonders in der Phase, dass jeder dem anderen hilft, jeder für den anderen läuft. Und das sieht man einfach jetzt in den Trainingseinheiten. Ist trotzdem auch mit Spaß verbunden, was ich auch finde, was trotzdem, dass die Lage so schlecht ist, wie sie gerade ist, ist ja noch nichts gegessen. Ne? Also es sind erst mal 7 Spieltage gespielt, das heißt ja nichts. Aber ja, dass trotzdem ein bisschen Spaß dabei ist, das ist immer wichtig in dem Job. Und ja, der Trainer hat einen guten Plan, also echt taktisch sehr gut aufgestellt. Die Mannschaft zieht mit, wir verstehen das, was er spielen will und alle ziehen mit. Und ich bin sehr, sehr froh, dass der Trainer jetzt da ist und dass wir jetzt bei 0 wieder anfangen. Das hört sich auf jeden Fall schon mal vielversprechend an. Das erste Spiel am Wochenende findet jetzt in Leipzig statt. Natürlich schon eine harte Nuss, die es da zu knacken gilt. Was glaubst du, was kommt da auf uns zu? Ja, Leipzig ist natürlich individuell eine sehr gute Mannschaft, ne? Sehr gut besetzt, sehr viele Nationalspieler, die jetzt aber auch noch in der Woche gespielt haben, also sind jetzt vielleicht auch nicht bei vollen Kräften, aber es ist uns eigentlich egal, wer da spielt. Jeder, der da in der ersten Elf steht, hat sein Potenzial, das ist ganz klar, aber
Wir brauchen uns nicht verstecken. Also wenn ich das jetzt sehe, wie wir die Woche trainiert haben und so, da ist auch sehr viel Qualität dabei. Und ja, deswegen mache ich mir da keine Sorgen, dass wir auf jeden Fall da was holen können. Und bin sehr optimistisch für Samstag.